Da steht ja der schöne Turm. Und ja, ich melde mich nochmal damit, weil ich war nochmal dran. Es ist mir nicht aufgefallen, als ich das letzte Gebäude unten dran gebaut habe. Und ich habe auch gesagt, das passt alles. Und das habe ich auch so gedacht. Aber so richtig perfekt war das dann wohl doch nicht. Und zwar, als ich das dann hier oben raufgestellt habe, das steht hier auf einer Vitrine, in der ziemlichen Höhe, da ist mir aufgefallen, dass hier zwischen diesen zwei Gebäuden ein ziemlicher Spalt ist. Und zwar oben. Das war so angewinkelt. Ich zeige das auch gleich nochmal. Ich baue das nochmal zurück. Und das Dach war schief. Es war so geneigt. Den Fehlerfindungsprozess, da lasse ich euch gleich mal dran teilhaben. Und ja, ich finde, das sollte man noch kurz erwähnen, weil das ist wirklich, ja, es ist so einfach zu beheben. Ich habe einen riesen Aufwand betrieben, völlig unnötigerweise. Und da möchte ich auch noch kurz dran teilhaben lassen. Außerdem hatte ich für Teil 2 des Videos ungefähr 43 Minuten Material und das sehr viel der Schere zum Opfer gefallen, da ich ja nur circa 30 Minuten immer Videos mache und nicht länger machen will. Und da kommen nochmal im Zuge dessen, dass ich jetzt nochmal dabei gehe, dass ich das kurz nochmal erwähne, kommen noch ein paar Outtakes, wenn ich das Material noch finde. Wenn es das noch gibt. Unter anderem ist weggefallen ein kurzer Kommentar hier zu den Gitterfliesen. Dann die Antenne habe ich nicht mehr gezeigt, das ist rausgeflogen und auch das Hinstellen des Turms, wie es am einfachsten geht, das ist auch der Schere zum Opfer gefallen. Wie gesagt, ich hatte ungefähr 13 Minuten zu viel Material und da musste halt ziemlich viel rausfliegen. Das bringen wir jetzt hier am Anfang gleich nochmal als Outtakes und wenn ich das Material nicht mehr finde, dann drehe ich das nochmal kurz neu und danach geht es einmal auf Fehlersuche. Warum ist das Parkhaus schief gewesen? Ich hoffe, es ist das Parkhaus. Ich habe immer noch keine Feedback in der Richtung. Gut, dann viel Spaß beim kleinen Nachtrag zum Turm. Ja, beginnen wir mit den Outtakes. Bei den Fliesen hier ist zu sagen, oder Fliesen sind es ja nicht, das sind so Gitterdinger, Gitterfliesen. Bei manchen von denen fehlt einmal beim Aufsetzen dieses Gefühl, dass es hält. Man hat bei manchen nur das Gefühl, man legt sie einfach drauf und dieser Klickeffekt fehlt, diese Haptik, dass es rangeklickt ist. Es fällt nichts ab. Ne? Man muss ja das Ding in alle Richtungen drehen. Ne? Man kann das auch hier so schütteln oder wie auch immer. Die fallen nicht ab, die sind fest. Ja, die sind ein bisschen unterschiedlich irgendwo. So, das ist die Antenne. Hier habe ich mich tatsächlich mit dem Platz vertan. Das sah auf der Anleitung sehr viel enger aus. Aber wie man sieht, es passt da gut rein. Auf der Seite ziemlich genau. Und hier ist sogar ein bisschen mehr Platz. Die Stufe ist entstanden hier, weil ich da einen Teil weggelassen habe. Aber das hat nichts mit der Antenne an sich zu tun oder mit dem Platz, dass da oben was gefehlt hätte, sondern es hätte dann einfach nicht funktioniert. Und zwar kommt da eine Fliese rein eigentlich. Man sieht die hier ganz schön. Hier die 2x2, die soll dahinter gebaut werden an den klappbaren Teil. Das ist hier alles noch ganz gut, weil die Gelenke hier unten sind und das klappt da oben rum. Hier wird dann aber was hintergebaut und dann haut die Fliese natürlich dahinter, die schert dahinter und dann kannst du das Gelenk nicht mehr anklappen. Also das heißt, es funktioniert nicht. Aber das werdet ihr dann schon selber ganz schnell merken, dass es so nicht geht. Einfach weglassen das Teil und dann sind wir alle glücklich. Die Antenne hat Platz, alles gut. So viel dazu. So, das einfache Aufnappen des Turms. Das ist die Ausgangsposition und jetzt soll der drauf gesteckt werden. Und zwar sind da drinne, da kann man sie schemenhaft erkennen. Ja, da drinne sind die Halterungen, da soll es draufgesteckt werden. Jetzt kann man die natürlich in die Hand nehmen und versuchen da rumzustochern, bis man die getroffen hat. Oder man macht sich das ein bisschen einfacher. Dann geht das eigentlich recht unproblematisch. Und zwar macht man sich dann hier ein bisschen Platz. Das Haus weg. Das mal wegklappen. Und den hier ab. Und dann steckt man das unten einfach mal in den Turm rein. Schön in der Hand. So.
Und dann nimmt man den in eine Hand und passt auf, dass es da unten nicht wieder rausrutscht. Und dann kann man das hier aufnoppen und den hinstellen. Zack. Da steht er. Und jetzt baut man das Haus wieder dran. Und ohne Gestocher, ohne Gerate, wo das Ding ist. Ganz einfach. So viel dazu. Ja, das ist die Ausgangsposition. Das ist das Dach. Und das ist der Spalt unten, bevor ich angefangen bin, da rum zu doktern. Hier sieht man den kleinen Spalt. Der ist mir nicht aufgefallen. Unten ist es geschlossen, oben geht es auseinander. Und dadurch ist dieses Dach hier vorne etwas schräg. Hinten ist es ganz gerade, das kann man auch richtig deutlich sehen. Hier an der Kante, der schöne Winkel. Und hier vorne hin fängt es dann an, in dieser Ecke hochzulaufen und hat ein Gefälle nach hinten. Der Grund ist dieser Spalt. So. Und was ich alles unternommen habe, um den wegzukriegen, unnötigerweise, das zeige ich jetzt. So, und als letztes, ja, das schiefe Dach vom Parkhaus. Grundsätzlich ist das gerade, nur wenn man das aufnoppt, ist es schief. Wie auf dem Bild eben gesehen, ne, wenn ich das jetzt aufnoppe, dann ist das hier vorne schief. Das passt nicht. Das Problem bei der ganzen Sache ist total einfach. Und bis ich darauf gekommen bin, hat ein bisschen gedauert. Das erste, was ich gemacht habe, den Turm hier erstmal auf Fliesen gestellt, weil der steht hier unten auf der Platte, auf zwei Seiten steht er auf Fliesen, hier nicht. Hier sind nur die Stangen hinter und ja, die Konstruktion hängt hier eigentlich in der Luft. Hier ist zwar unheimlich viel Platz und ja, ungenutzter Platz. Da habe ich Fliesen hingemacht. Dann habe ich mir gedacht, der rutscht immer rüber. Der hat zu viel Druck auf das Dach. Ich dachte wirklich, es liegt am Dach und dass der Turm zu dicht dran ist. Und dann habe ich mir den hier begrenzt, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Da was hintergebaut. Man hat ja hier Platz, man kann sich ja austoben. So, und dann war das immer noch schief. Das hat immer noch nicht gepasst. Das im Aufbau hier. Da bin ich zurück. Einmal kurz aufgebaut, das ganze Ding. Ja, wie man sieht, die Lücke ist hier immer noch. Ich habe einiges am Dach umgebaut. Ich habe wirklich gedacht, der Turm und das Dach, das ist zu eng, dass der hier zu viel Druck hat. Deswegen habe ich hier vorne die Vierer Wedge rausgenommen, habe eine Zweier reingesetzt, eine Fliese davor. Ja, jetzt steht er hier schön frei, viel mehr Luft. Diese Vierer Wedge ist von hier nach da gerutscht, da war noch ein Dreier. Dann hat das noch nicht gereicht, das war immer noch so knapp hier dran. Noch weiter rüber gerutscht. Ja, jetzt ist hier eine Kante zwar, aber egal. So, der Turm steht jetzt richtig frei. Da ist überhaupt kein Druck mehr auf dem Dach. Und es ist immer noch schief. Da, ja, da war ich im Moment ratlos, bis ich dann gesehen habe, ja, man glaubt es kaum, diese Ecke hier, die liegt hier auf dem Dach. Dieses Haus hier, das ist an der Ecke zu hoch. Das passt nicht, weil das Haus ist zu hoch. Da musst du erstmal drauf kommen. Ne? Nehmen wir das einmal ab hier, den ganzen Geraffelkram. Ist das ganze Rätselslösung und der ganze Ärger ist nämlich nicht, weil der Turm irgendwie schief steht, weil das Dach irgendwie zu eng ist, den ganzen Umbaukram, das hätte ich mir alles sparen können. Hätte ich mir mal gleich das Haus angeguckt. Jetzt geht das gar nicht wieder ab. Das liegt hier drauf. Das ist 1 mm zu hoch. Ja, also einfach hier die Fliese ab, dann ist da drunter so eine Dreierplate, die Fliese wieder drauf, das ganze Geraffel wieder zusammenbauen hier. Na. So,
Zack. Und schon passt das. Jetzt der Spalt weg. Das ist der Bösewicht hier. Das ganze Umgebaue unten mit den Fliesen, mit dem Stopper, um den Druck, um den ganzen Druck hier von dem Dach wegzunehmen. Weil ich habe echt gedacht, das liegt daran. Die ganzen Fliesen, die ich hier umgebaut habe, das hätte ich alles gar nicht machen müssen. Das passt alles ganz hervorragend. Das ist sehr eng, aber dann steht er halt auch fest drinne. Jetzt steht er bei mir ein bisschen locker, ne? Er hat jetzt ein bisschen mehr Platz, ein bisschen Raum. Ist nicht so gequengelt. Ich werde es auch so lassen. Aber der Bösewicht ist der hier. Das Haus hier an der Ecke ist ein bisschen zu hoch. Das passt noch nicht drauf. Deswegen entsteht hier ein Spalt und deswegen ist das Dach schief. Ah, da musst du erstmal drauf kommen, ne? Egal. Ich werde es jetzt so lassen, meinen kleinen Umbau da. Das baue ich gleich wieder dran. Und dann ist er jetzt doch endlich fertig. Gerade rechtzeitig, weil ich kriege heute Post. Ich habe den Messeturm bestellt. Ich freue mich drauf. Ich habe richtig Bock. Und ich glaube, der wird ein bisschen entspannter. Obwohl, da gibt es ja auch eine Umbauanleitung, ne? Hab da sowas gesehen. Egal, das wird lustig. Ich freue mich drauf. Ein kleines Messi-Türmchen. So, dann bis bald.